Oh, du hast so viele Möbel hergestellt, dass du einlagern musst. Das ist interessant. Dann fällt jetzt wieder Bäume erstmal. Leben ist hier noch mehr als genug zum Glück. Wenn nicht, wir brauchen ja nur 2 Geschirr, 5 Goldbarren. Das heißt, die 20 Geschirr können wir gegen 50 Goldbarren tauschen, die wir hier haben. Was verdammt viel ist. So, werden die Straßen hier langsam? Ja. Achso, du bist... Das ist das falsche Haus. Das ist das richtige, oder? Nein. Das hier. Baut eine Straße, ja. Ach, hier oben ist noch nicht ganz fertig. Okay. Bei dir wird es auch langsam. Sag bloß, du beziehst dein Eisenerz von hier unten. Das wäre auch interessant. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Das Steinmetzzelt steht schon seit einer Weile leer. Das ist aber nicht so schlimm. Weil der Steinmetz arbeitet ja jetzt eh hier drüben. Sammelt erstmal hier die Steine und hier die Steine. Deswegen sollten wir ihn auch an die Straße anschließen. So, hier. Dann fehlt noch das Haus hier. Hier zum Lebenssammler rüber und dann die Hauptstraße anschließen. Und so anschließen. So. Dann sollte hier unten eigentlich, bis auf die Farm, die wir ja eh nie anschließen, wegen dem Weideland, alles angeschlossen sein. Ja. So. Genau, du machst die Pilzhütte leer. Du machst den Tempel leer, das ist auch gut. Ölfläschchen dort sind nämlich praktischer. Du kannst trainiert werden, das ist auch gut. Du kannst auch trainiert werden, das ist auch gut. Die Straße da oben muss noch fertig gemacht werden. Und hier drüben wird noch die Straße dann gebaut. Hier unten ist nämlich alles schon fertig, gut. Und ich weiß, es macht irgendwie keinen Sinn, die Steinmetzhütten direkt anzubinden. Binden wir da lieber nur das Wohnhaus hier an.
Okay. Neue Idee. Hier oben noch ein Steinmetz-Z hin. Der hat dann ja eine Direktverbindung. Du baust das Ding hier. Dann achte ich darauf, dass du da die Materialien vom alten Steinmetz-Z verwendest. Micromanagement, hey. Na gut, das neue Steinmetz-Z konnte ich ruhig anschließen. Das alte hier hätte nichts mehr gebracht. Bogenschnitzerei, schon seit einer Weile leer, ist okay. Pilze werden weniger, ist auch okay. So, schnappt ihr von da die Ressourcen. Hey, die Straße hier unten ist auch schon fast fertig. Nur die hier oben noch nicht. Hier hat er jetzt erstmal genug Stein zum Abbauen. Unser Schwertschmied levelt ganz langsam, aber sicher. So. Jägerzelt steht schon lange leer. Der Schuster arbeitet noch als Schuster. Ja, wie? Ja. Jetzt arbeitet er wieder als Jäger. Gut. Wir haben zwar auch wieder mehr als genug Leder, aber. Okay. Steinmetzzelt wird fertig gemacht. Da liegt noch ein Stein eigentlich. Oh, da war auch Holz. Ach ja, ich muss dem ja auch wieder sagen, er soll hier oben bitte fällen. Steht schon lange leer, Töpferei. Ist okay. Steinmetzzelt ist fertig. Gut. Gut, gut. Und ja, wie gesagt, wenn die hier beten müssen, also eigentlich, wenn er hier beten muss. Wobei, ich weiß gar nicht, du brauchst auch Religion, ja. Und du auch. Dann haben wir immer noch den Tempel hier, an dem sie beten können. Wir werden ja sehen. Wir beobachten ihn einfach mal jetzt for Science, sage ich einfach mal. So, er arbeitet. Da sieht man ihn auch schön arbeiten. Seine Stats sagen eigentlich, dass er bald müde sein sollte. Okay. Das heißt, er geht nach Hause. Was frischt er dort jetzt alles auf? Alles.
Gut. Noch 3 Pilze. Und dann können wir Holzwerkzeuge herstellen. Die Biervorräte hier werden auch weniger. Hier unten kommt auch kein Bier mehr an, weil mein Bierbrauer alles gleich nach oben trägt. Möbelwerkstatt steht wieder eine Weile leer, ist aber nicht so schlimm. Hier unten kommt wieder Holz. Weil hier oben wird das Holz langsam wieder knapp. Das wird eine ganze Menge Holzwerkzeuge werden. Wie sieht's bei dir aus? Noch eins. Mich wundert es da echt, dass du so viele Eisenrüstungen, wahrscheinlich wegen der Holz, wegen den Holzwerkzeugen. Ja. Naja, ist ja auch egal, ob wir jetzt perfekte Zahlen an Schwertern und so weiter haben. Gut ist es, dass wir sehr viel Gold schon gelagert haben. 88 geteilt durch 4. 22 Leute können wir schon mal upgraden oder aufwerten. Ja, du kannst jetzt Werkzeuge herstellen. So. Unser Druide findet keine Pilze mehr. Also wird er jetzt Werkzeugschreiner. Ihr werdet trainiert. Der Bäcker fängt schon an, hier oben hin zu liefern, weil hier unten zu viel ist. Auch gut. So, du machst jetzt wieder Geschirr. Du wirst trainiert. Und er holt Holzwerkzeuge. Also was habe ich gesagt? Wir brauchen so an die 30 Holzwerkzeuge. Jo. Wir haben ein Verlangen nach allem Möglichen hier. Der Holzfäller wollte sich... Ach nee, ja, der beliefert ihn nur. Auch gut. Ja, das Holz ist langsam etwas weiter weg. Ist aber auch nicht so schlimm. Oh.
Ja, können wir mal jetzt noch mal.